Was geht ab, meine Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Danny Liedtke und da hinten auf der Couch ist der Luca. Wer ist du eigentlich, Luca? Das ist eine gute Frage. Er ist unser Couchsurfer für diese Folge. Und ja, ihr habt mich oft gefragt, wie ist es eigentlich, Sexszenen bei Köln 50, 6, 7 zu drehen? Ich habe allgemein mal eine Umfrage auf Instagram gemacht. Da habt ihr mich gefragt, Danny, da habe ich euch gefragt, was wollt ihr so mehr, also für Content sehen auf meinem YouTube-Channel? Da wurde auch viel geschrieben, dass ich mal mehr Reaction-Videos machen soll. Und ich habe auch einige Zeit lang Reaction-Videos gemacht, aber letzter Zeit nicht mehr ganz so viel. Ihr wolltet mal wieder mehr Reaction sehen und deswegen reagiere ich jetzt auf ein weiteres Video, nicht auf eine komplette Folge, sondern auf einzelne Sachen. Und zwar habt ihr euch gefragt, wie sind so allgemein die Sexszenen bei Köln 50, 6, 7? Wie ist das so? Empfindet man da was? Wird man da eventuell auch mal ein bisschen selbst, ein bisschen horny? Und wie sind auch so allgemeine Kussszenen und wie geht man da ran? Deswegen wollte ich mir jetzt ein paar Sachen mit euch angucken und dazu ein bisschen was reacten und erzählen. Ich habe mal auf YouTube eingegeben, wir können jetzt mal zusammen gucken. Ich mache jetzt erstmal hier so... Oh, aber Kevin kriegt keinen hoch. Okay. So, jetzt haben wir natürlich hier mehrere Sachen am Start. Gehen wir doch mal in die aktuellste Folge rein. Und zwar, ouch, schmerzhafte Pimperpanne bei Leo und Kevin. Da sieht man natürlich einmal die Sophie, Rolle Leonie, und einmal den Kevin, also mich. Ne? Schauen wir uns das mal an. ja, also wie ihr seht, gehe ich natürlich da auch als Rolle Kevin ein bisschen härter ran. Mir ist es persönlich wichtig, insgesamt immer, dass ich Sachen so realistisch wie möglich spiele, ja. Und ich persönlich bin ein Freund davon, wenn meine Drehpartnerin auch Bock hat, mitzuwirken. Also wenn es halt auch realistisch aussieht. Also sind wir mal ganz ehrlich, also je nachdem, ob jetzt schon einer ja Sexerfahrung hatte, der jetzt zuguckt oder nicht. Ich versuche mal nicht so oft das Wort S zu benutzen. Ich sage einfach S dazu. Deswegen immer, wenn ich S sage, diese S-Szenen, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Ich möchte natürlich auch jede Szene so realistisch wie möglich einfach gestalten und rüberbringen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass es so realistisch wie möglich rüberkommt. Und diese S-Szenen sind meistens so, dass man halt einfach auch von Drehpartner zu Drehpartner unterschiedliche Sachen drehen kann. Es gibt teilweise auch Sachen zum Beispiel, am Anfang, wo ich bei Köln 5, 6, 7 am Start war, da habe ich ja vorher X-Series gedreht und da habe ich halt immer zu meinen Drehpartnerinnen auch gesagt, ey, lass uns die Szenen wirklich so realistisch wie möglich drehen, dass wir auch uns mit Zunge küssen und dass es so wirklich rüberkommt, als ob wir jetzt gleich auch wirklich aufeinander horny sind. Und das haben auch teilweise Arbeitskollegen mitgemacht. Ne? Man muss natürlich auch respektieren, wie ist das Privatleben, sind sie jetzt in der Beziehung oder nicht, aus Respekt zum Beispiel vom Freund oder so, wenn man da zum Beispiel also die Drehpartnerin einen Freund hat, ist es so geil, wenn dann der, also das wäre dann ich, der Drehpartner halt einfach irgendwie zur Spielkollegin sagt, ey, lass uns das auf jeden Fall schön mit Zunge machen und das, es gibt natürlich auch kurze Rollen, Komparsenrollen, die kommen dann zum Beispiel rein und die, ja, die wollen dann teilweise auch gar nicht irgendwie so auch gesehen oder gezeigt werden, was ich nicht verstehe, weil wenn du zum Casting gehst und dann wird dir vorher gesagt, was das für eine Rolle ist, dass die Rolle eventuell auch mit einer Rolle schlafen muss oder sowas und natürlich das auch realistisch rüberbringen sollte, dass dann vielleicht da manchmal auch so Sachen gab, wie zum Beispiel, ja, das und das mache ich nicht und so. Also viele sind da, glaube ich, auch ein bisschen sehr empfindlich so. Und hier ist es so. Was denn? Ja, da hat sich jetzt Rolle Leonie auf eine Pinzette gesetzt und hat jetzt die Pinzette so praktisch im Arsch, also im Po. Mit meiner Drehpartnerin Sophie zum Beispiel, da ist es halt alles chillig, so, da sind wir vertraut, da kann man die Szene natürlich auch ein bisschen also realistischer spielen und auch das intensiver machen. Einige haben geschrieben so, boah, Digga, das war eine reale Szene, so, es kam ja schon krass rüber, so, kriegt man da nicht mal selbst Bock aufeinander. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin sowieso offen, also ich bin so ein Dude, ich mache halt einfach hauptsächlich sehr viel fürs Bild. Also wenn ich eine Szene anfange und mit meiner Drehpartnerin da, sage ich mal, intim werde und auch küsse und so, dann habe ich nur das Bild im Kopf. Also ich küsse sie, aber ich empfinde das jetzt nicht so, wie wenn ich privat wäre, weil ich bin ja nicht privat. Dahinter steht ja ein Kameramann, ein Tonmann und dann manchmal auch noch ein Regisseur. Man weiß schon, dass das gerade gefilmt wird. Deswegen, also in all den ganzen Szenen werde ich ehrlich gesagt nicht wirklich geil oder so. Also ich kann das schon abwägen, das ist jetzt gerade Schauspiel
Und das ist gerade real. Ich hatte meinen ganzen Drehpartner, die ich bis jetzt hatte, so jetzt nicht wirklich so irgendwie mal so ein Gedanke so. Also klar, man denkt sich so vielleicht mal kurz so drüber nach, so ja, okay, alles klar, was geht jetzt hier gerade so. Aber ich komme da jetzt nicht in so einen Modus, dass ich jetzt auch mal wirklich geil werde. Es gibt wahrscheinlich die ein oder anderen, bei denen passiert es mal. Klar, kann passieren. Es gibt auch Menschen, die sich halt bei solchen Szenen auch verlieben oder halt einfach irgendwie dann denken, boah, ich möchte jetzt wirklich auch privat das mal wirklich erleben. Die können es dann auch privat auch leben, sowas. Aber ich kann von meiner Seite sagen, ich denke da nur ans Bild und denke da nicht jetzt irgendwie dran, dass es gerade echt ist, sondern ich möchte es, wie gesagt, so, es geht nun mal manchmal im Bett ein bisschen härter zu, dass man sich auch mal ein bisschen hier so packt oder so mal ein bisschen so, wie jetzt hier ist gerade in der Szene war, so den Kopf an den Schrank und so. Ich passe schon auf, dass es nicht wirklich, dass es vielleicht doll aussieht, aber das ist halt auch mal meiner Drehpartnerin dann nicht irgendwie jetzt wirklich wehtut. So gehe ich auf jeden Fall ran, also dass ich halt wirklich nur die Szene im Kopf habe. Ich habe da jetzt nicht irgendwie, eine Drehpartnerin soll auch nicht das Gefühl haben, dass der Mann, also ich jetzt persönlich jetzt irgendwie voll horny auf die bin, so, das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl für die Frau, so, und wer das jetzt einfach macht das, und das checkt, das ist halt Schauspiel, da hat das auch gar nichts zu suchen, dass man dann irgendwie da wirklich da private Sachen mit einfließen lässt, also ich werde da jetzt nicht so wirklich horny. Runter, runter! Was macht ihr denn hier, Mann? Was ist denn? Ah! Ah! Oh! Oh! Oh, Benni! Hey, was gibt's denn da zu lachen, Mann? Geht aus dem Zimmer raus, was macht ihr überhaupt hier drin? Ja. Das war zum Beispiel eine Szene. Angucken. Ja, aber vorsichtig, ja? Boah, ich bin wirklich mittlerweile so unzufrieden. Ich habe in Corona so zugenommen und das, und man muss auch sagen, die Leute, die sagen, ja, ihr habt es doch voll einfach am Set und das ist doch alles Pillepalle vor der Kamera zu stehen. Diese Leute sind die Leute, die halt einfach vor der Kamera dann stehen und gar nichts gebacken kriegen meistens, weil sie dann merken, okay, da läuft jetzt eine Kamera, da ist ein Team dahinter und ich muss natürlich jetzt auch wirklich schauspielen. Aber wir drehen mittlerweile so viel und es kommt noch eine große Kevin und Leonie Story. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie ihr das finden werdet. Aber ich bin halt so eingespannt zur Zeit, dass ich wirklich von morgens bis abends arbeite, dass ich auch gar nicht ins Fitnessstudio komme. Und ich bin dann auch teilweise auch oft unzufrieden mit meinem Körper so in der Serie. Also das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich so, aber wenn man halt gut trainiert ist und einen guten Body hat, ist es halt einfach auch cooler, halt einfach oben ohne Bilder zu spielen. Das soll auch ein bisschen auch ansprechend sein und aktuell bin ich da nicht so zufrieden, aber ich arbeite dran, dass ich diesen Sommer wieder ein bisschen fitter werde, wollte ich auch einfach mal gesagt haben. Öfter Blut ist oder so, ja? Sieht doch mal sexy aus. Nur sexy? Ja. Ich habe hier ein bisschen. Mäuschen, ich wollte. Sorry, ich dachte, du bist alleine. Ja, sorry, ich dachte. Junge, ich kenne es aber auch nicht anders. Ja, also wie gesagt, auch solche Szenen. Alles professionell, also sage ich euch ganz ehrlich. Und mit Sophie klappt das auch alles super. Ja, könnt ihr euch mal die Folge ganz angucken. Die ist auch auf TV Now auch zu finden oder hier auf YouTube. Couch ist echt klein, aber trotzdem gut. Oh, ich hab Hunger, Babe. Was? Du hast jetzt Hunger? Ich hab Hunger. Ich muss aber sagen, wenn ich mir das jetzt immer so angucke, so, ne, dann nachhinein, manchmal fühlt man sich auch ein bisschen unwohl, ne? Also man muss sich ja vorstellen, es ist auch wichtig, dass sich die Frau oder dass ich mich auch da wohlfühle, ne? Mir ist es teilweise egal, aber dahinter stehen halt Leute, die das filmen, so. Und da wirklich, also so, das so privat wie möglich zu spielen, dass die Personen gerade einfach da in dem Moment sind, ist manchmal gar nicht so einfach, weil man sich ja trotzdem irgendwie auch beobachtet fühlt. Aber das muss man dann einfach, das darf man gar nicht im Kopf haben. Man muss halt einfach straight sein und einfach so halt einfach denken, dass die Leute gar nicht dahinter sind, so. Und da haben viele Struggle halt einfach. Und das gehört aber auch zum Schauspiel dazu. Wenn man das einmal versteht, dass das Schauspiel ist und dass das Set das auch versteht insgesamt so, ne, ist ja logisch. Dann passt das ja auch alles. Und ich hoffe, euch gefallen die Szenen auch. Wie gesagt, könnt ihr euch die Folge mal komplett angucken hier mit Leonie und Kevin. Ist eine ganz lustige Folge. Ich hatte auch viele Drehpartnerinnen. Einmal hier mit der Vanessa, die Zoe gespielt hat. Oder damals auch mit der Dana. Oder hier Stella, das von Paulina gespielt wurde. So. Also auch da habe ich immer versucht, ich weiß gar nicht, da waren, ach so, ja, warte mal, was hat man da noch für Szenen? Vor 3 Jahren, 1,4 Millionen Aufrufe, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, so damals die Kevin und Dana Story, aber auch mit Mina konnte ich relativ echt gut die Szenen spielen, muss ich sagen. Und hier sieht man auch, dass ich damals auf jeden Fall wesentlich dünner war. Ja, seht ihr das? Da war ich viel besser in Form. Ich möchte dich jetzt Ausrede nehmen. Aber Corona hat schon gut reingehauen, ey. Fuck, ey, obwohl ich mal einen gekeult habe, muss ich die ganze Zeit an Sex. Wo ich mal einen gekeult habe, Digga. Denken. Aber Freundschaft bloß mit Dana, ich weiß nicht, Mann, ey, das bringt doch nichts. Und außerdem habe ich mit ihr gewettet, dass ich auch einen Monat lang ohne Sex auskommen kann.
Ja, da macht sich Dana gerade selbst. Ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen und am Anfang ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, alles ein bisschen komisch. Ich meine, also es, ne, ist ein sehr privater und intimer Moment, den man so mit seiner Partnerin teilt oder den man halt einfach auch zu Hause mit sich macht so, oder was ich, wenn man sich selbst macht so. Das sind halt private, sehr private Momente. Und dann wird verlangt von dir, dass du vor der Kamera und vor auch einem Publikum, vor einem Millionenpublikum, Szenen spielst, wo du halt es darstellst, ne, oder private Momente. Am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber da muss man auch schmerzfrei sein, so, ne. Also auch in der Erotikbranche ist es natürlich auch so, dass da eine gewisse Überwindungskraft dann einfach auch nötig ist, so, dass man das macht. Aber wenn man das einmal gemacht hat, und ich habe jetzt schon mehrere Ess-Szenen gedreht, sozusagen, mit verschiedenen Spielpartnerinnen, dann ist das irgendwann normal. Also ich kann es aber auch verstehen, wenn Frauen sich da vielleicht auch irgendwie unwohl fühlen gerade oder einen Orgasmus spielen müssen mit diesen zum Beispiel, und das ist, muss ja alles aufgenommen werden. Und wenn man das real rüberbringen möchte, dann ist das natürlich erstmal auch eine Überwindung. Aber ich muss sagen, dass das eigentlich relativ immer gut klappt. So natürlich, wenn jetzt Komparsenrollen kommen, also Leute, die halt einfach nur kurz da sind und zum Beispiel auch mit der Rolle Kevin oder mit der Rolle Dana oder mit der Rolle Leonie dann S haben, dass die natürlich dann auch meistens sich ein bisschen auch anstellen und das ein bisschen komisch finden. Dann wollen die nicht zum Beispiel, ich möchte nicht als Schlampe dargestellt werden oder das und das und das bin ich nicht. Das darf man aber nicht. Was viele vergessen ist, dass es halt einfach wirklich eine Rolle ist, die gespielt wird, nach Drehbuch. Du bist nicht dann die Schlampe oder so. Du bist, die nur die Rolle spielt das halt einfach so. Und das sollte man einfach auch verstehen. Wichtig ist, dass man sich gegenseitig respektiert mit der Drehpartnerin, mit der man das macht. Und ich feiere es dann auch immer, wenn die Drehpartnerin auch Vollgas geben möchte, dass es halt einfach geile, dass es halt einfach eine geile Szene wird, ne? Aber da ist nicht jeder mit cool so, weißt du, was ich meine? Ja. Ey, scheiße, jetzt sind auch noch die Batterien leer. Mann, dabei habe ich voll Bock auf Sex und am liebsten mit Kevin. Jetzt könnt ihr euch jetzt erstmal die Frage stellen, wie oft macht ihr es euch selbst, ja? Also das ist ja auch so ein Ding, ne? Also ich persönlich mache das schon öfters halt einfach ein bisschen der Druck, der sich aufbaut. Man hat ja nicht jeden Tag als Single, sag ich mal, als hier eine Sexpartnerin am Start. Und bei einer Frau ist es, glaube ich, auch gang und gäbe. Also ich glaube, also mit vielen Frauen, mit denen ich dann rede, die machen sich auch teilweise schon oft selbst so. Ist auch völlig in Ordnung so, das ist halt klar, ne? Also ich glaube, dass jeder irgendwie einmal am Tag auf jeden Fall an S am Tag denkt so. Also ich weiß ja nicht. Oder was sagst du? Kann schon mal vorkommen. Also, wisst ihr Bescheid. Gucken wir mal weiter, wie es jetzt weitergeht. Ich wollte hier duschen. Jetzt. Ja. Ah, oh, Digga, ich war auf jeden Fall besser im Form, ey. Wenn ich das jetzt so sehe, Alter. Die Burger. Gibt keine Ausreden, ne? Das ist selbst dran schuld. Darf man jetzt nicht irgendwie, muss man ein bisschen was machen. Also ich sag euch allgemein auch, ne, ich bin jetzt auf jeden Fall dicker als da und wenn du dann siehst, dass eine Plauze wächst, Digga, also ich weiß nicht, ich fühle mich dann unwohl. Es ist halt einfach ein geileres Gefühl, wenn man sich gut ernährt, wenn man halt einfach auch sich gesund ernährt und einfach in Shape ist so oder halt einfach sich wohlfühlt in den Körper. Es geht nicht darum, was andere denken. Klar, vor dem Publikum ist es auch besser, aber ich spiele heute auch die Sachen, aber es ist halt einfach viel schöneres Gefühl insgesamt, wenn man sich in den Körper wohlfühlt. Deswegen versucht immer auf eure Ernährung zu achten und macht fleißig Sport. Das bringt euch auf Dauer auch was und ist auch einfach gesund. Naja, jetzt so, hä? Mhm. Hast du, du? Ist von 2018, da war ich einfach 28 Jahre, jetzt wäre ich dieser 32 Jahre. Wie schnell vergeht die Zeit eigentlich? Auch duschen oder nee, in Küche? Nee, Schokolade wollte ich mir nur eigentlich. Also. Schokolade? Ja, können wir noch was haben? Das ist schön. Duschen ist auch ganz schön, ja, eigentlich. Ich gehe auch mal duschen. Ah, ich muss auch sagen, Dana und Kevin, das war auch echt eine coole Zeit. So, ich habe da auch die beiden echt gern so gesehen. Könnt ihr mal sagen in die Kommentare, wenn ihr jetzt wirklich so sehr viel Köln 50, 6, 7 guckt, was findet ihr denn besser, wie ich Konstellation gerade? Also die Kevin und Dana Konstellation oder die Kevin Leonie Konstellation? Oder? Ich weiß nicht. Also okay. Was? Yeah.
Ja, ja. Also ich finde, die Szenen wirken authentisch. Und jetzt möchte ich euch noch eine Szene zeigen, die ist brandaktuell. Um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, so, ich habe das jetzt ja erzählt, also wie gesagt, bei den Sexszenen, das war ja auch die hauptsächliche Frage, wird man selbst dort horny? Ich persönlich nicht, ich kann ja nur von meiner Seite reden und ich konzentriere mich auf das Bild und ich sehe das professionell als Schauspiel. Ich möchte auch, dass meine Drehpartnerin halt, wie gesagt, ein gutes Gefühl hat und ja, es ist, glaube ich, kein geiles Gefühl, wenn man dann sagt so, ja, ich bin voll geil, so. Es sind auch Sachen so, die sind halt, wie gesagt, intern, die kann ich nicht so sagen, aber da gab es wahrscheinlich schon auch die ein oder andere komische Situation und man sollte sich im Schauspiel auf jeden Fall da respektieren und vor allem, muss ich auch sagen, ich hatte auch schon Drehpartnerinnen, wo ich wusste, dass sie einen Freund haben und ich weiß halt einfach, dass man halt einfach, wenn man das nicht so ganz versteht, dass man als Freund da vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig sein könnte, wenn man da auf einmal seine Frau sieht oder seine Freundin im TV, wie sie dann mit einem anderen Mann sehr intim wird und das so aussieht auch, als ob sie wirklich den Mann gut findet, weil es soll sie ja auch im Spiel so machen und das muss man schon differenzieren und ich glaube, dass da die ein oder anderen tatsächlich damit auch ein Problem haben. Wenn ich ja zum Beispiel eine Partnerin hätte und die würde halt einfach sagen, ey, ich möchte, dass du mit der Drehpartnerin nicht mehr so intim wirst da oder sowas halt einfach machst so, da würde ich sagen, ja, tut mir leid, das ist mein Job, so, du hast mich so kennengelernt und das ist halt einfach so, wenn es für dich ein Problem ist, dann können wir dann auf diesen Weg einfach auch nicht weiter die Beziehung führen, da wäre ich knallhart so, weil ich möchte es halt einfach realistisch wie möglich spielen halt, ne, und so hat mich meine Partnerin dann auch kennengelernt und meine Partnerin soll mich so nehmen, wie sie mich kennenlernt und wenn dann halt einfach ein Freund kommt, der dann eifersüchtig ist und das hat einfach dann blockiert sozusagen, dass die Drehpartnerin nicht mehr richtig spielt, die Szene realistisch oder irgendwie die Küsse faken möchte, ja, da habe ich dann gar Bock drauf so halt, weil ich persönlich, ich es professionell sehe und das ist es ja halt einfach, es ist ein Schauspiel. Man geht auf Arbeit, man macht sein Ding, man möchte halt einfach bei Köln vor allem auch so realistisch wie möglich rüberbringen. Das ist die Aufgabe. Und danach geht man halt einfach nach Hause und ist mal privat. Auf Arbeit bin ich Kevin. Und ich bin privat einfach auch dann halt einfach auch nochmal anders, Danny. Und Danny steht zum Beispiel auch auf ganz andere Sachen, wie zum Beispiel jetzt ein Kevin. Oder wie es dann dargestellt wird. In dieser Szene habe ich extra overgeacted, also ein bisschen overacting gemacht. In Deutschland wird das halt oft auch so gesagt, ja, Danny, du spielst oft so drüber mit Kevin und das und das. Aber overacting, guckt euch die ganzen Comedian-Sachen mal in Amerika an, wie overacted die sind, auch mit Gesichtsausdrücken und allem drum und dran. Ich liebe das. Hier in Deutschland ist oft alles so normal. Und dann, wenn es halt zu crazy ist, dann ist es ja overacted, das ist dann nicht normal, ist dann nicht so geil, aber ich mag das und ich zeige euch jetzt auch bewusst diese Szene, weil ich die ganz lustig finde und ja, gucken wir uns die mal an, was da jetzt hier passiert. Hast du das? Ja, was sieht denn aus? Proteine! Proteine! Wow, warte mal, was ist das? Wir spielen ja die Szene öfters. Und da habe ich halt einfach in jeder Szene, also wir haben es vielleicht 2-3 Mal gemacht, immer Proteinriegel und Eier reingestopft. Also danach ging es mir nicht ganz so gut. Aber es gehört auch dazu, halt genau da halt einfach das durchzuziehen. Es gibt dann Leute, die dann zum Beispiel rummäkeln und sagen, ja, das esse ich nicht und das gebe ich auch manchmal so zu, dass ich halt manchmal auch Sachen nicht essen kann, weil die vielleicht nicht, im Moment nicht so gesund sind oder so, weil ich dann darauf achte, so dass wenn ich zum Beispiel eine Diät mache und sowas, aber ansonsten bin ich ja noch voll dabei und ziehe das Ding durch. Ist mir egal, wie ich auch aussehe, man soll beim Schauspiel auch immer Mut zur Hässlichkeit haben. Plan. Viel Glück, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Macht so Spaß, mit der Männer zu arbeiten. Ihr lachen auch immer. Also hier geht es darum, dass Kevin seiner Freundin das nicht so richtig besorgt. Und der jetzt versucht halt einfach mit jeder Methode, also die Freundin von Kevin Leonie kam noch nie zum Orgasmus. Und ja, er versucht halt einfach jetzt da irgendwie, glaube ich, einen Weg zu finden, dass seine Freundin zum Orgasmus kommt. Und dann bin ich auch ganz ehrlich so, wenn man in einer Beziehung ist und seine Frau nicht zum Orgasmus kommt und sowas, das ist ja schon ein bisschen bedauerlich. Als Mann denkt man dann so, hä, warum bin ich nicht gut genug oder sonst was? Aber Frauen haben halt einfach unterschiedliche Sachen halt einfach, wie sie zum Orgasmus kommen. Da muss man halt einfach offen miteinander reden. Und das Problem ansprechen und dann gucken, wie man es halt einfach gemeinsam macht, weil ich persönlich möchte immer auch, dass die Frau auch Spaß hat, vor allem auch meine Freundin, und dass sie nicht irgendwie einfach nur, dass ich dann gekommen bin und dann ist alles gut, nein, es beruht auf Gegenseitigkeit und ja, manche Frauen können auch schwierig zum Orgasmus kommen, es gibt's auch, da muss man dann auch verstehen und akzeptieren und das Beste daraus machen, aber immer wichtig, offen miteinander reden und auch über die Vorlieben und alles drum und dran, ne? Auch so geil, dass Sophie das halt auch alles so mitmacht, so diese Arschklatscher, dies, das und so. Gibt dann Leute, die das halt nicht so geil finden oder sonst was, klar. Aber wie gesagt, das ist eine Rolle und Kevin ist ja so angelegt auf ein bisschen auf crazy. Du hast nichts gesehen. Ich mach dir mal, ich halte halt.
Hast du Eier gegessen? Oh, Kevin! Hey, Milovic! Ich hätte dir vor, Hey. So richtig stumpf spielen, so richtig so, oh, ich bin voll geil, ja, jetzt ist sie dran, jetzt wäre es ja richtig besorgen. Und da habe ich bewusst aber auch Sophie nicht geküsst, weil ich, das meine ich ja mit dem Respekt, da möchte ich meiner Drehpartnerin es nicht antun, dass sie halt mein Mund riecht gerade mit den ganzen Eiern und den ganzen Sachen da drin. Und deswegen habe ich sie da jetzt auch bewusst nicht geküsst. Wie geil ist eigentlich unser Baby? Was hast du vor? Ah, versteht er? Mein Mund ist voll so und aus Respekt so, ja, küsst meinen Hals. Okay. Dann. Eine Überraschung, Benny. Eine Überraschung? Mhm. Eine Überraschung. Sag schon. Sag jetzt. Ein Hundespielzeug? Oh mein Gott! Du scheinst mein Hundebaby! Ein Hundespielzeug. Um das aufzuklären, das ist ein Cockring. Wir gehen aber gleich weiter drauf ein. Danke, Babe. Babe, das ist ein Cockring. Ein was? Ein Cockring. Für meinen Penis. Für deinen... Ich werde dich damit ultimativ heute ins Nirvana hämmern. Ich war noch... ins Nirvana hämmern. Wer Promi Big Brother geguckt hat, weiß auch, glaube ich, einfach, dass ich mal... Ich hatte einen Analplug mit ins Haus bekommen von Marc. Da kann ich gerne nochmal eine Reaction drauf machen, wenn es... ja, sollte ich dann nochmal machen, das vielleicht ein bisschen nochmal zu erklären. Aber ich selbst habe auch einen Cockring und das habe ich auch mit ins Haus genommen und da habe ich oft drüber geredet. Ich benutze auch selbst einen Cockring. Finde ich gut. Also ein Cockring macht Folgendes. Den machst du dann einfach um dein Glied dann. Und dadurch wird dann einfach, das Blut so, also das... wird dann einfach mehr so reingepusht und gestaut und dadurch hast du einen besseren Effekt und ein härteres Glied und das ist auch richtig cool, weil du kannst damit auch länger, verstehst du? Und das benutze ich schon gern, also jeder hat da so seine Sachen und ja, genauso einen selben Cockring wie da habe ich auch in schwarz. Den hatte ich auch mit dem Promi Big Brother Haus und falls zur Sache kommt, ging ja nichts. Ich würde auch im Fernsehen auf jeden Fall mit Frauen schlafen und das ist die Geschichte dazu, also gern auch mal die Männer ausprobieren, aber nicht länger als 30 Minuten. Kann dann auch zu Erektionsstörungen und sowas führen, aber ich benutze es auf jeden Fall gern. Wollte ich schon mal sagen. Ich bin joggen gewesen und ich war noch unterwegs und habe das besorgt und wir werden es jetzt ausprobieren. Das war der Hammer. Glaub mir, ich habe mich belesen. Wow. Lass dich nicht irritieren. Fehlen die Worte. Wir kriegen das alles schon hin. Oh, du bist so sexy auch schon wieder. Oh, geil. Oh, du bist zurzeit so geil in Form, Alter. Oh, Baby, ich liebe dich. Das war tatsächlich auch ein bisschen schwierig zu spielen, weil ich kann mir den Cockring ja nicht wirklich um meinen Penis machen. Und dann sollte das jetzt auch noch so sein, dass der erst irgendwie noch rumfliegt und sowas. Und deswegen war das alles nicht so leicht. Einfach. Oh, ich hab so eine schöne Freundin. Du musst... Kevin, das hört sich echt schmerzhaft an. Sollen wir das nicht einfach ohne das Teil machen? Nein. Wofür ist denn das gut? Ich weiß dir gleich zeigen. Ich habe da eine richtig krasse Latte. Oh. Soll ich dir helfen? Ja, ich glaube, du musst ein bisschen anblasen. Also. Was? Ja. Oh, die bräuchte bitte. Du musst ein bisschen anblasen, Digga. Kevin? Oh. Okay. Dann fangen wir mal. Komm mal her, trotz dich mal drauf. Und? Ah! Oh, Scheiße! Ah! Was ist? Oh mein Gott. Ich nehme gerade mein Nimm das mal ab, schnell. Also da wurde gerade dargestellt, dass Kevin sich den Cockring drum gemacht hat und dass es jetzt den Penis so ein bisschen abdrückt und diese Folge könnt ihr auf auf RTL Plus euch komplett angucken. Und der Gesichtsausdruck sagt natürlich alles. Da schläft der Luca auch mal direkt ein bei diesem Thema hier. So interessant ist das, nein.
Also auf jeden Fall, wie gesagt, die Folge könnt ihr sehen. So ein Cockring kann natürlich auch sehr eng sein oder vielleicht auch ein unangenehmes Gefühl halt geben. Auf jeden Fall könnt ihr euch die Folge angucken. Ja, deswegen, jetzt habe ich mal so ein Reaction-Video gemacht auf so die Folgen. Und wie auf YouTube findet ihr auch alles oder auf RTL Plus. Ich hoffe, ich konnte jetzt die ein oder andere Fragen beantworten. Ich kann nicht alles erzählen, so halt einfach so, ne, weil auch... wie bei Soßen, bei Fastfood-Ketten oder sowas. Also jeder hat da so ein bisschen so seine Geheimnisse auch. Ist auch völlig in Ordnung. Ich hätte, glaube ich, auch kein Problem, bei einer Erotikfirma mitzuwirken, sage ich auch ganz ehrlich. Ich bin da auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen anders unterwegs. Aber letztendlich möchte ich immer, dass sich meine Drehpartnerin auch wohlfühlen. Und deswegen sollte man sich auch mal ein bisschen gegenseitig respektieren. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil das auch, wie gesagt, manchmal eine unangenehme Situation ist, wenn da Leute noch dahinter sitzen und dann halt einfach das Briefen und alles drum und dran. Ich stelle euch das immer alles so vielleicht ein bisschen leicht vor und easy vor, aber es ist es halt nicht. Da muss man manchmal einfach Sachen machen, die einem vielleicht nicht so gefallen. Aber das gehört ja dazu, diesen Job, dass man sich überwindet und dass man da einfach dann halt Schauspieler hat. Ne? Oft wäre man ja auch nicht so als Schauspieler angesehen, aber ihr seid ja die Zuschauer und was machen die? Die den Schauspielern zugucken, ne? Zuschauer, Schauspieler. Naja, ist ein anderes Thema und wie gesagt, bei uns ist das alles ein bisschen auf realistisch gelegt, deswegen kommt das auch nicht so rüber wie zum Beispiel jetzt bei anderen Soaps, aber ich mag diesen Stil und es ist auch oft improvisierend und das macht doch dann Spaß und ja, solange ihr da Spaß dran habt, ist auch alles gut. Bis jetzt hatte ich da noch keine Latte oder sowas beim Dreh, wie gesagt, weil ich mich wirklich auf diese Szene konzentriere, weil dazu hat man auch meistens noch Text im Anschluss oder vorher. Und dann kannst du jetzt nicht wirklich da sitzen, so, oh geil, Alter, nee. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen komisch da mit den ganzen Leuten dann am Set. Mhm. Ja, das war das YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, könntet ihr mir das gerne mit Feedback halt einfach geben auch. Also mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Das war auf jeden Fall jetzt das Thema dazu, wie so das alles ist am Set. Mit den Esssachen und Küssen und King Kuss sehen, so wie das so ist. Ich sag manchmal, wenn man die Sache so hinter den Kulissen filmen würde und das als Soap machen würde, da würden sich auch einige umgucken. Ne? Also, ja, aber gut, so viel dazu. Ansonsten, wie gesagt, auch gerne Feedback da lassen, Kommentar lassen. Es ist natürlich auch, ihr seid ja die Zuschauer und ich möchte natürlich auch einfach da auch dementsprechend gucken, auf was ihr Bock habt. Und wenn ihr einfach einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar schreibt, hilft mir das sehr, was bei euch gut ankommt und was nicht. Und ich denke mal, Reaction-Videos machen euch Spaß und mir auch. Und deswegen werde ich es, denke ich, mir jetzt auch öfters machen. Ja, so viel dazu. Jetzt nicht so viel quatschen. Der Boy schläft schon ein. Wir müssen jetzt noch zu ihm fahren. Also, wir haben noch einiges vor. Ja, das, da guckt er schon. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten YouTube-Video. Und ich würde mal sagen, gönnt euch einen Käsekuchen. Käsekuchen ist lecker. Und bis zum nächsten Video. Peace. Supi.